Ein Hallo und willkommen zu der New Showbox. Es geht weiter mit Kena, Bridge of Spirits. So, wir sind hier im Dorf angekommen, das ziemlich, ziemlich schlecht aussieht und komplett abbrennt gerade. Mal schauen, was hier abging. Da ist eine Wand. Sind Feinde prügeln. So, da ist die Seele. Das war ja frech. Und trotzdem abgestürzt. Ah, hier kann ich raus, alles klar. Oh, da ist eine erste Erinnerung. I can feel her presence everywhere. These fields are scarred with memories of destruction. What could have happened here? We need to find three relics to help Dira. There's something buried beneath the poison over there. That might be a good place to start looking. Okay. Beneath all of this corruption, only fragments of our work remain intact. Alles klar, jetzt haben wir das alles. Oh ja. Aufgedeckt. Die Felder. Lagerhaus. Dorf. Und das da unten gehört ja auch noch zum Dorf dazu. Krass. Atreus. Adiras Liebe. Schauen wir mal, was abgeht. WLAN-Netzverbindung oder wie auch immer. Brauche ich sowieso nicht. Hier das hier untersuchen. There's a relic here. These rocks look like they're part of a larger structure. This is our ox. He helped us shape the land. We have to help him. I don't know how he could possibly be functioning after all this time, but we can't leave him like this. Try clearing the other areas of corruption in the fields. I think they're connected. Beseitige die Verderbnis in den Feldern. Das war sowieso mein Plan. Was haben wir hier? The roots from the tower have grown out of control. They've destroyed the foundations of the structure that once stood here. You can probably use pieces of the rubble to reach the base of the tower. So, dann. Ich weiß schon, dass wir die Bombe da drauf werfen müssen, aber ich wollte mal schauen.
Okay, wie kommen wir denn da hoch? Drüben ist auch noch eine Bombe. Hier können wir auch noch was wieder schießen. So, wird das funktionieren? Von den Steinen erschlagen worden. Hier scheint aber was in der Art zu sein, dass man abschießen kann. Wenn man es von der anderen Seite betrachtet. Oi. Nochmal neu. Was ist das für eine Bombe hier? Kann ich hier auf den Stein drauf? Kann ich. Was bringt mir das hier, wenn ich das hier... Gibt es da einen Unterschlupf? Okay, da gibt's einen Rott. Alles klar. Okay, dann muss ich runter. Komme ich nicht drum rum. Jetzt kann ich aber... das hier drauf schießen, das hier. Verflucht und zugenäht. Das muss ich in zwei Wegen machen, denke ich. Das geht nicht beim ersten Mal. Genau. Deswegen muss ich hier drauf. Und dann muss ich kurz warten. So, werf die Bombe hierher. Schieß das mal ab. Och nee, hopp, komm. Mensch, Kena. Okay, hat funktioniert. Ja.
Juhu, hat funktioniert. Und was bekomme ich dazu? Nur so Kristalle, das gibt's doch nicht. Da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Ich kann sie nicht draufwerfen. Aber hier gibt es noch was. Und zwar einen Hut. Ein Herbsthut. Dann wollen wir mal weitergehen. Ich verbringe hier schon wieder viel zu viel mit dem Rumsuchen von Dingen. Viel zu viel Zeit hier. Wollen wir da hoch? See that over there? Haben wir hier unten irgendwas? Ah, das ist nur da. Da wo wir vorhin waren mit der Maske. So, hier gibt es zwei Wege. Gut, dass wir den als erstes gewonnen sind. Was erwartet uns hier auf dem Gipfel? This was a sacred site built by an ancient people to track the passage of the seasons. It's beautiful at sunset. Adira and I spent many afternoons resting in the shade of these ruins. Hier gibt's eine Bombe. Ich suche mir die Bombe, wenn ich sie hier drauf werfe. Jetzt nicht wirklich geholfen. Was gibt's denn da hinten? Okay, das alles hier Fäulnis. Können wir hier hoch? Okay, ja. Da gibt's einen Meditationspunkt, so wie es ausschaut. Wunderbar. Ganz schön viel angesammelt. Gibt es hier irgendwas, was ich noch zerstören kann? Mit der Bombe? Ja. Jetzt habe ich die zwei aktiviert. Und einen muss ich jetzt noch aktivieren. Da oben. Interessant. Dafür brauche ich die Bombe.
So, das waren alle drei. Mal schauen, was sich da aufmacht. Eine Geheimgang nach unten. Wow. Oh, ein neuer Gegner. Das machen wir einfach mit dem Pfeil. Wieso mache ich mir so schwer? Jetzt geht's hier weiter. Super mysteriös. Hier darf ich definitiv nicht runterfallen. Wie komme ich denn darüber? Juhu, jetzt macht sich der Weg auf. Das ist immer cool. So ein Fernkämpfer. Hatten wir auch zum ersten Mal jetzt. So, dann müssen wir den Weg erst einmal machen. Komm, kommst du mal her? Schön interagieren. Können wir eigentlich ein neues Update machen? Haben wir da schon irgendwas freigeschaltet? Wir haben 200 Punkte. 300 Erfolg. Bombenschaden wird erhöht, wenn die Bombe abgeschossen wird. Erhalte eine Rot-Aktion, wenn du einen gegnerischen Angriff erfolgreich parierst. Führe einen schweren Angriff mit präzisem Timing, um massiven Schaden anzurichten. Okay. Zwei Bomben. Ich hole mir natürlich die zwei Bomben. Als erstes.
Dann muss ich nicht immer warten, bis die Bombe aufgeladen ist. Hey, das war aber frech. Von wo aus muss ich denn jetzt wieder starten? Ah, von hier aus, alles klar, wunderbar. Sehr schön. Was allerdings bewirkt, dass wir hier jetzt erst noch Bombe drauf werfen müssen, die abschießen. Okay. So bekommen wir das doch ganz locker hin. Und es war das sogar der richtige Weg, den ich genommen habe. Okay, das ist jetzt ganz normales Wasser. Das ist schon okay so. Wo führt mich da dieses Wasser hin? Hier gibt es einen Wasserfall. Okay, ein Wasserfall nach unten, in den Tod. Es gab da nur diesen einen Weg. So wie es aussieht, ja. Die Blume ist einfach nur, um jetzt nochmal zurückzukommen. Bringt aber nicht wirklich was. Ne? Was ist, wenn wir jetzt nochmal da drauf schießen? Nee. Bringt's nicht wirklich. Aha, da ist eine Erinnerung. Adira, do you think we'll stay here forever? Grow old in this place? Wie viele Erinnerungen gibt es denn von Adira? 3 Erinnerungen, alles klar. Weiter. Haben wir. Wow, 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 warte. Wieso bin ich jetzt auf einmal tot? Hier gab es doch noch einen.
einen Rott, den ich einsammeln musste. So, jetzt kann ich mit dem Ding fahren. Ja, die Landschaft ist schon wirklich atemberaubend, muss man ehrlich sagen. Richtig, richtig nett. So, was haben wir hier? Ich habe immer noch nicht den Sprung von oben nach unten, oder? Ah, ich kann jetzt nicht auf die Upgrades zugreifen. Hier oben. Das waren sie alle. Richtig schlecht. Ist hier irgendwas noch zu erkunden? Genau, ich hole ja immer die Upgrades. Genau, ich habe den Schlag von oben nach unten noch gar nicht. Den hole ich mir jetzt. Okay, okay, okay. Wie soll ich denn da hinten hinkommen? Ich hab's verstanden. Und jetzt? Hier oben hin, alles klar. Das war wirklich in letzter Sekunde. Meinen neuen Freund gefunden. Wunderbar. Mehr gibt's jetzt hier auch nicht zu entdecken. Ja. Jetzt können wir höchstens mal kurz zurück zu Adiras Liebe, weil wir ja den Tunnel gesäubert haben. Haben wir die Möglichkeit, das Ding zu reinigen? Nee. Noch nicht. Da müssen wir noch ein bisschen mehr von den Feldern sauber machen, bevor wir das hier aufmachen können. The other areas of corruption are still feeding this central heart. It won't be open until they're cleared. Okay. Alles klar, ich hab's verstanden. Das machen wir in der nächsten Folge. Denn hier mache ich einen kurzen Cut. Schauen wir mal, wo wir als nächstes hingehen. Es gibt noch zwei verschiedene Rufesscheune und den Wachturm, den wir machen müssen. Wir gehen mal in der nächsten Folge zum Wachturm und würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut, ciao und habt eine gute Zeit.